Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es darum gehen, welche Punkte du beachten solltest, wenn du überlegst, dir einen Coach zu nehmen, beziehungsweise überhaupt erstmal für dich festgestellt hast, dass du etwas an deiner Gesundheit ändern möchtest und musst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Okay, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, dieses Video hier zu drehen? Immer wieder, wenn ich mich mit Bekannten oder Interessenten darüber unterhalte, die sich nicht so ganz sicher sind, ob sie jetzt Geld investieren sollen und sich jemanden an die Seite holen möchten oder ob sie wirklich das Ganze einfach allein probieren. Da möchte ich dir jetzt einfach so ein paar Gedanken mitgeben, wie du es für dich selber besser entscheiden kannst. Und Punkt 1 ist es erstmal, dass du für dich überhaupt erkennst, okay, ich muss was an meiner Gesundheit ändern, ich möchte was an meiner Gesundheit ändern, sei es, du hast halt irgendwie körperliche Beschwerden, dir tut der Rücken weh, du kannst nicht mehr richtig Treppen steigen, weil das Knie weh tut, oder vielleicht du möchtest auch bestimmte Sachen in deinem Leben wieder machen können, die vielleicht nicht mehr gehen, wie zum Beispiel alte Hobbys fortzuführen. Fußball spielen geht nicht mehr, weil du halt irgendwie körperliche Beschwerden hast. Du kannst vielleicht nicht mehr wandern, du kannst nicht mehr bergsteigen, was dir früher großen Spaß gemacht hat. Und du möchtest dahin wieder zurückkommen oder du fühlst dich einfach nicht mehr so ganz wohl in deiner Haut, weil du dich einfach ja nicht mehr gerne im Spiegel anschaust, weil dir deine Statur nicht mehr gefällt. Du zeigst dich vielleicht auch gar nicht mehr nackt, sei es jetzt im Schwimmbad oder du gehst nicht mehr oberkörperfrei an den See oder zeigst dich nicht mehr oberkörperfrei oder vielleicht du hast auch Hemmungen davor, dich nackt zu zeigen vor deinem Partner. Also wenn du im Endeffekt das für dich erkannt hast, dass du etwas an deinen körperlichen Zustand ändern möchtest und musst, dass du dich einfach so nicht mehr wohlfühlst und das Ganze ändern willst, dann ist es im Endeffekt ja nur eine Frage, die du für dich beantworten musst. Investiere ich Zeit in Form von, dass ich vielleicht Wochen, Monate das Ganze allein probiere, mir die Informationen selber zusammensuche, oder investiere ich eine Summe Geld, Summe X, je nach Betreuungsumfang und Experte natürlich, um schneller und effizient an mein Ziel zu kommen? Diese Frage musst du dich für dich beantworten und da möchte ich einfach nochmal auf 3 Punkte eingehen, die das Ganze natürlich extrem beeinflussen. Punkt 1 ist es Zeit. Ist dir Zeit ein wertvolles Gut, weil du vielleicht nicht so viel Zeit hast und auch keine Lust hast, deine Zeit dafür aufzuwenden, diese Informationen rauszusuchen, dann das Ganze auszuprobieren, dann vielleicht auch nochmal einen neuen Weg zu finden, weil der vielleicht nicht so gut funktioniert hat und da einfach selber auszuprobieren und dich mit dem Thema zu beschäftigen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es gibt alle Informationen auf Google, du hast YouTube, du hast Blogbeiträge, du hast Instagram, da kannst du dich selbst damit beschäftigen. Wenn du im Endeffekt Lust hast, dich damit zu beschäftigen und viel Zeit hast, dann ist das der Weg. Wenn dir aber Geld nicht so wichtig ist, im Sinne von, dass es dir das einfach wert ist, schnell und effizient an das Ziel zu kommen und vor allem auch einfach verlässlicher, dass du es wirklich auch erreichst, dann solltest du dir einfach einen Coach oder einen Trainer oder einen Personal Trainer mit an die Seite holen, der dich dabei begleitet, einen Sparringspartner. Und wenn du aber sagst, nee, das Geld möchte ich lieber vielleicht für andere Dinge ausgeben, ich investiere lieber die Zeit, dann solltest du es halt eben andersrum machen, wie bei Punkt 1 besprochen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den viele nicht so ganz auf dem Schirm haben, weil sie sich vielleicht auch selber nicht so genau hinterfragen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es persönlich auch. Und zwar hatte ich am Anfang meiner Selbstständigkeit ein ziemliches Ego-Problem und dachte, ja, ich bin ja so der tolle Sportwissenschaftler, der tolle Trainer. Die Leute werden schon alle von selbst auf mich zukommen. Aber wenn dich keiner kennt, dann kann auch niemand deine Expertise wahrnehmen. In diesem Sinne habe ich auch versucht, am Anfang meiner Selbstständigkeit mein Business komplett allein zu starten, habe dann aber recht schnell gemerkt, so nach einem halben Jahr, dass ich einfach nicht in dem Tempo vorankomme, was ich möchte und einfach nicht die Ergebnisse erziele, die ich vielleicht möchte, die ich haben will, und habe dann gesagt, okay, ich investiere jetzt Geld, um schneller die Ergebnisse zu haben, die ich möchte, und habe mir dann auch einen Coach an die Seite geholt und für meine Bedürfnisse war es einfach perfekt, weil ich viel schneller vorankam, viel mehr Leuten helfen konnte und dadurch endlich Kunden gewonnen habe, weil ich mich einfach im Marketing und Vertrieb fortgebildet habe. Und jetzt hat man natürlich im Sport- und Fitnessbereich das Problem, dass
ja, einem viel auch suggeriert wird, ja, du Fitness, Gesundheit, das kriegt man schon irgendwie alleine hin, das ist nicht schwer. Ist immer eine Frage der Ansichtssache und es kommt natürlich ganz individuell auch auf dein Leben an, auf deinen Alltag, auf deine Anforderungen im Alltag. Hast du vielleicht Familie, welchen Job hast du, wie sieht's aus, bist du viel auf Reisen, wie auch immer. Das ist komplett individuell, deswegen kann man das eigentlich nicht pauschal sagen. Und da solltest du dich jetzt einfach mal hinterfragen, wenn du sagst, okay, ich bin schon aktiv, ich mache ja das, sind's auch die Ergebnisse, die du haben möchtest. Also, wie sieht es da bei dir mit der Ernährung aus und so weiter? Wenn du sagst, ich ernähre mich gesund, ich bin ja sportlich aktiv, dann ist die Frage ja eigentlich nur, hinterfrag dich selber, hast du auch die Ergebnisse, die du haben möchtest? Das heißt, diese drei Punkte sind da einfach wichtig zu beachten auf dem Entscheidungsprozess. Möchte ich mir Hilfe holen, wenn du für dich schon entschieden hast, was ändern zu müssen? Und ich hoffe, das Ganze konnte dir weiterhelfen. Ich konnte dir dabei weiterhelfen, welchen Weg du auch immer gehst, ob du es jetzt für dich alleine probierst oder ob du dir vielleicht einen Coach, einen Trainer an deine Seite holst. Wenn du dich bei uns meldest, mir einfach mal eine Nachricht schreibst oder dich auf der Website für ein Erstgespräch einträgst, dann würde ich mich sehr freuen. Dann können wir dir einfach vielleicht auch nochmal so ein paar Tipps mitgeben. Dann kannst du immer noch ganz frei entscheiden, ob wir der richtige Partner für dich sind. Aber wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du dich für den Weg des Coaches entscheidest, einfach mal bei uns einträgst und meldest. In diesem Sinne, ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei und los geht's, triff jetzt deine Entscheidung und dann verfolge den Weg.